Nós tem mais. Zaubergäu Verein? Ja. Sie haben aber keine Erlaubnis, dass Sie hier sein dürfen. Das wurde wieso? Extra mit dem Herrn Bohn besprochen. Was dürfen wir hier nicht? Hier demonstrieren? Wir tun nicht immer. Ich habe ja nur ein Schild und mehr habe ich ja nicht. Ja, gehen Sie mal bitte zum Herrn Kreisrat Millerschein, der kann Ihnen vielleicht mehr Auskunft geben. Ne? Die Bahn ist geplant 1999 nach Zaberfeld. Soll die verlängert werden? Das wurde beschlossen. Und jetzt gehen wir einfach auf aufmerksam machen, dass es Zabergäu ankommt. Und wir gratulieren, wir sind für die Bahn. Wir sind froh, dass die Bahn da ist. Das heißt, wo man abschlägt, sie hätten abgelehnt. Es ist praktisch in der Ukraine. Ich habe diese Millionen Steuergelder. Das ist schon der So, das wird heute Mittag schon auf YouTube sein. Wie freundlich man hier empfangen wird, wenn man bloß darauf aufmerksam machen will. Noch sind wir in der Demokratie und nicht immer Diktatur. Mein Mann hat sie gebaut, damals helfen mit dem Lok. Aber es war eigentlich zu erwarten, dass wir hier des Feldes verwiesen werden, deshalb haben wir uns vorbereitet. Er meint, ein paar Jahre später war es wieder abgerissen. Ja gut, also das kann man ja ertragen. Ja, wir demonstrieren ja nicht, wir zeigen ja nur, für was wir begrüßen ja nur die Bahn. Jetzt kommen wir mal her. Ja, natürlich. Ja, gehen Sie nur, das macht nichts. Hallo, wir wollen noch in die andere Richtung. Ein Dank ist natürlich auch unserem strategischen Stadtbahnpartner AVG. Sehr geehrter Herr Högemeyer, ohne die es keine Stadtbahn im Sudetenland geben würde. Und ich gehe mal davon aus, dass die AVG und vor allem die Herstellerfirma Bombardier, man sagt, es sei einer der größten Herstellerfirmen auf diesem Gebiet, Weltmaßstab, dass die jetzt nun die Herausforderung für die neuen Fahrzeuge zusammen mit den Eisenbahnlistern noch lösen werden. Und wir hoffen inständig, dass die letzten Gespräche, die wir Herr Landrat Siebenbürg und ich hatten, dass die Zusagen, die uns gegeben worden sind, dass sie bis Juni auch eingehalten werden könnten. Und schließlich, meine Damen und Herren, ein großer Dank an die Damen und Herren der verschiedenen Planungsgesellschaften sowie den Mitarbeiterinnen der Baugesellschaften für diesen großen
Und dann diskutieren wir nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin.